Ich will Ruhe haben im Herzen, Abdulhamid. Ich will mit meinem Schöpfer verbunden sein. Was muss ich machen? Mein Bruder, du musst Entscheidungen treffen. Wie? Ich erzähle dir eine Geschichte. Ich erzähle dir eine Geschichte. In der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gab es einen Mann, 16 Jahre alt. Merkt euch das, 16 Jahre alt. Heranwachsender Schab, junger Kerl. Mit 30 würde ich noch sagen, ein Kind. Sein Vater ist gestorben, seine Mutter hat seinen Onkel geheiratet. Den Bruder vom Vater. War damals ein gängiges Ding. Also hat er jetzt einen Stiefvater gehabt. Die Familie hatte Schafe und der Junge musste die Schafe hirten. Also er war ein Schafshirte. Der musste immer draußen mit den Schafen gehen und musste auf die aufpassen, sie füttern, sie machen. Und als er dann draußen war, sah er von Weitem Menschen mit weißer Kleidung und schönen, reinen Gesichtern. Und sie nähert ihn sich und er lebte in Taif. Taif. Das ist ungefähr Taif von Mekka. Ja, so 100 Kilometer und von Medina sind das ungefähr so 500, 600 Kilometer. So, damit ihr wisst, ungefähr mitten in der Wüste, hier ist Mekka, hier ist Taif, da ist Medina. Und in Taif, und dann macht er, und dann passt er auf die Schau, und dann sieht er diese Menschen, die kommen immer näher, und er fragt, wer seid ihr? Und dann sagten sie, wir sind die Sahaba von Rasulullah Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und dann fragt er, wer ist dieser Muhammad? Warum seid ihr seine Sahaba? Sagten, Muhammad ist der letzte Gesandte Allahs. Er kam mit der letzten Rechtleitung für die Menschen. Sie erzählten ihn von dem Tawhid. Sie erzählten ihn vom Koran. Sie erzählten ihn von den fünf Säulen des Islams. Sie erzählten ihn, dass dieser Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gute gebietet und das Schlechte verbietet und dass es nur einen Schöpfer gibt und das ist Allah. Alles andere wird abgelehnt und nur er wird angebetet. Dass es Jannah gibt, dass es Jahannam gibt, dass es ein Tod, ein Leben nach dem Tod gibt. Dann sagt dieser junge Kerl, ich bin auch ein Muslim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Warum, mein Bruder? Weil wenn das Herz sauber ist, wird er das Gute immer akzeptieren. Die Wahrheit wird er akzeptieren. Ist das Herz verdorben und schwarz, wird er das Gute nicht akzeptieren und das Schlechte ablehnen. Wie Allah. Man sagt, ich bezeuge la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ich bin Muslim. Sahaba sind gegangen. Dieser Junge geht jetzt zu sich nach Hause und sagt zu seinem Stiefvater, schau mal, da kamen gerade Menschen, schön gekleidet, wallah, richtig gut aussehend. Er hat mir erzählt von einem Mann, der ursprünglich aus Mekka kommt, jetzt in Medina lebt. Er ruft zu einem Gott auf und das ist Allah. Alles andere neben Allah gibt es nicht, wird nicht angebetet, existiert nicht. Nur ein Schöpfer, Schöpfer der Menschen. Er hat mir erzählt von Jannah, von Jahannam. Er hat mir erzählt von einem Leben nach dem Tod und er gebietet das Gute, er verbietet das Schlechte. Ich habe es akzeptiert. Akzeptiert das auch ihr? Der Stiefvater sagt, Wayhak. Ja, nee. Komm runter. Kommst du mir nochmal mit so einer Geschichte an? Gehörst du nicht mal zur Familie. Guck mal. Gerade angenommen und direkt schickt Allah subhanahu wa ta'ala Prüfung. Wir müssen jetzt prüfen, bist du ehrlich in dem, was du sagst oder nicht? Ich sage euch das nur, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Weil ab heute werden wir hier Tauba machen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir werden bereuen und werden uns Absichten nehmen, uns zu verbessern. Und ihr sollt wissen, dass genau dasselbe bei euch kommen wird. Allah wird direkt eine Prüfung schicken. Bist du ehrlich oder redest du? Weil ich brauche nur ehrliche Männer. Ich brauche richtige Männer. Ich brauche keine Kinder. Allah braucht Männer, die diesen Dien tragen. Keine Kinder. Kinder sind draußen auf der Straße. Männer, Bruder, kümmern sich um ihre Familien, um ihren Dien und um ihre Versorgung. Direkt Prüfung. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, أَحَسِبَ النَّاسُ أَيْ يُتْرَكُوا أَيْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَلَهُمْ يُفْتَنُونَ. Glauben denn etwa die Menschen, dass wenn sie sagen, ich glaube an Allah, Amanu Billah, dass sie nicht geprüft werden? Wir haben viele Menschen getroffen, die sagen, Bruder, ja, Allah, Allah, Allah. 5 Minuten später hat er sich das neue Lied von Samra auf YouTube um 00 am Donnerstag reingezogen. Er fühlt das, was da gerappt wird. Ich habe das Gefühl, Allah liebt mich nicht. Ja, Bruder, das ist mein Ding, genauso viel. Bruder, so funktioniert er den nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das so passieren konnte, dass man Allahs Namen in Rap-Lieder... Und dann sagt der Stiefvater zu ihm, Wayhak, nochmal so ein Wort, verleugne nicht unsere Vorväter, verleugne nicht das, woran wir gehalten haben. Noch einmal so, du gehörst nicht zur Familie, du wirst verstoßen. Jetzt schweigt er. Jetzt hat er zu kämpfen. Iman ist zwar jetzt im Herzen reingegangen, aber man hat immer noch diese Dunya in sich, diese Angst vor Versorgung etc. Jetzt ist er am Kämpfen 9 Monate lang. 9 Monate ist er am Kämpfen. Ah, was soll ich machen? Weil manchmal, kennt ihr das, wenn man sich schämt zu beten?
Man will beten, dass er sagt, ey, du musst beten in der Schule oder auf der Arbeit oder irgendwo beim Einkaufen gerade. Aber wo soll ich jetzt beten? In der Umkleidekabine geht nicht. Ja, nee, kann sein, dass einer sieht mich. Soll ich unter der Treppe beten? Aber was ist, wenn einer... Also, Iman gegen Angst ist gerade am Kämpfen, auch bei den Jungen. 9 Monate. In diesen neun Monaten, und dieser junge Kerl hieß Abdul Uzza. Abdul Uzza hieß dieser junge Kerl. Diener von Uzza. Damals eine falsche Gottheit, die Quraysh angebetet haben. Abdul Uzza. In diesen 9 Monaten hat sich die Sehnsucht zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angesammelt. Sie wurde größer. Er hat immer wieder mehr nachgedacht. Allah, sein Gesandter, Jannah, Jahannam, gute Taten. Ah, ich werde hier unterdrückt. Ah, ich habe Angst. Ich weiß nicht, was ich will. Schwächeanfälle, dies, das und... Aber die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, so dass er zu seinem Stiefvater gegangen ist und sagte, hör mal zu, ich kann das nicht mehr. Das reicht mir. Mach mit mir, was du willst. Ich gehe zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina. Ob du das akzeptierst oder nicht, ich gehe. Der Stiefvater sagt zu ihm, okay, mach was du willst, geh raus. Er denkt sich, adieu. Er will rausgehen, sagt aber, bevor du rausgehst, lässt du alles, was mir gehört, hier. Okay, der lässt alles, was ihm gehört, da. Will mit Bekleidung raus. Er sagt, nein. Deine Bekleidung gehört auch mir. Zieh dich aus. Er zieht sich dieser 16-Jährige aus, nackt. Er sagt, jetzt kannst du gehen. Jetzt geh zu Mohammed. Wenn du ihn so sehr liebst, mehr als uns, geh. Okay, dieser kleine Junge geht raus. Nackt in Taif. Wer weiß, wie viele Menschen ihn gesehen haben. Wer weiß, wie viele Menschen ihn beleidigt haben, wenn wir einen nackten Menschen draußen sehen würden. Vor allen Dingen hier, Bruder, Ruhrpott, Essen, Duisburg, Mülheim. Gott bewahre. Gott bewahre. Er ist nur rausgegangen und hat irgendetwas gesucht, wie Allah und er wissen das am besten. Irgendwas genommen, nur um seine Schamteile zu bedecken. Er hat sich nur das, wofür man sich schämt in der Öffentlichkeit, hat er bedeckt. Rest nackt, Oberkörper nackt, Beine nackt, Füße nackt. Nur das, was man nicht schämt zu erwähnen, das hat er bedeckt. 600 Kilometer nach Medina. 600 Kilometer zu Fuß nach Medina. Gott weiß, wie lange man braucht, 600 Kilometer zu Fuß, mitten in der Wüste. Wie lange? Realistisch? 1 bis 2 Wochen Minimum. 1 bis 2 Wochen ist realistisch. Irgendwann mal kommt er in Medina an. Nach 600 Kilometern kommt er in Medina an. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sitzt mit seinen Sahaba. Und er sieht diesen Jungen von Weitem nackt. Und so sieht der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen jungen Mann. Und sieht, Allahu Akbar, wer ist dieser junge Kerl? Warum läuft er nackt? Steht auf, bedeckt euren Bruder. Weil wenn er nach Medina kommt, das kann nur ein Bruder sein. Wenn er zu uns kommt, zu der Masjid kommt, kann das nur ein Bruder sein von uns. Steht auf, bedeckt ihn. Sami'na wa ata'na, wir hören und geuschen. Stehen auf, bedecken ihn, bringen ihn. Dieser junge Kerl wird überliefert, kaputt. Kaputt. Wie kaputt, wissen wir nicht. Wir haben Yawm al-Qiyamah, wenn wir es erreicht haben in Jannah, können wir ihn fragen. Sagen, erzähl mal deine Geschichte. Kaputt. Und dann kommt er in den Kreis des Propheten und fragt, der Junge fragt, jetzt der Prophet, was immer gesagt hat, geht bedeckt hin. Jetzt kommt der Junge und fragt, wer bist du? Weil er gemerkt hat, dass nur er redet, sallallahu alaihi wasallam. Und der Junge fragt, wer bist du? Er sagte, Anna Muhammad Rasulullah. Ich bin Muhammad, der Gesandte Allahs. Der Junge sieht, glaubt es nicht. Geht zu den Füßen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und küsst seine Füße und sagt, ja Rasulullah, du weißt nicht, was für eine Sehnsucht ich nach dir hatte. Ja Rasulullah, du weißt nicht, was ich alles gemacht habe, wie ich mich erniedrigt habe, ja Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Ja Rasulullah, wallah, ich liebe dich. Ja Rasulullah, ich habe nichts, außer das, was du von mir siehst von der Dunya. Nichts habe ich von der Dunya, nur das. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, fragt ihn, wie heißt du denn? Sagt, eine Abdul Uzza, ich heiße Abdul Uzza. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, nein, ab heute bist du Abdullah. Denn du kannst nur ein Diener Allah sein. Nicht ein Diener einer falschen Gottheit. So viel Aufrichtigkeit, so viel Aufopferung, wie du hast, du kannst nur ein Abdullah sein. Abu Musa al-Ashari überliefert uns dann, wahrscheinlich aufgrund der Anstrengung, die dieser junge Bruder gemacht hat, dieser junge Sahabi gemacht hat, möge Allah ihm Firdaus al-A'la geben und uns mit ihm vereinen, Allahumma amin, hat er Fieber bekommen. Abu Musa al-Ashari sagt, ich sah ein Zelt mit Licht, ich habe mich genährt, ich sah, dass Abdullah drinnen lag,
Abu Bakr und Omar mit ihm. Abdullah fiebern, zittern, schüttelvoll, blass und ist dann an diesem Fieber, an dieser Krankheit gestorben. Radiallahu anhu wa radha. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt, schaufelt sein Grab mit seinen eigenen Händen. Wir sagen immer noch, der 16. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Omar, die großen Sahaba sind alle da. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gesehen, es wahrgenommen, ist gestorben. Nimmt eine Schaufel und schaufelt den Grab von Abdullah mit seinen eigenen Händen. Legt sich in diesen Grab rein. Sie fragen, warum legst du dich rein? Es wird gut für ihn sein. Geht dahin, sagt, gib den mir in den Arm. Sie geben ihn in den Arm. Hier sagen zwar die Gelehrten, dieser Ausschnitt ist schwach, aber wir werden es erwähnen. So geben sie ihn Abdullah in den Arm. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam guckt ihn an und sagt, Allahumma inni radaytu anhu farada. Mein Herr, ich war mit ihm zufrieden, so sei auch du mit ihm zufrieden, mein Herr. Und hat ihn so begraben. Wie konnte dieser Sahaba so weit kommen? Es war ein junger Kerl. Hat er viel gebetet, hat er viel Koran gelesen, hat er viel gespendet, hat er Instagram-Posts gemacht, hat er irgendwelche Zitate, Copy-Paste in Stories gemacht? Mit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Er hat es akzeptiert. Ad-Din, dieser Din, die Shahada, ist nicht nur ein Kalam, ist nicht nur ein Wort, ist nicht ein Satz, ist nicht etwas, was man neben so, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kein Problem. Aber dieser Din ist Aufopferung. Dieser Din braucht Männer. Dieser Din, mein Bruder, musst du mit Kopf durch die Wand gehen. Diesen Din, du musst tragen. Wir müssen tragen, diesen Din. Dieser Din braucht Frauen und Männer, die diesen Din tragen. Nicht nur tralala, hier ein Post, hier und da. Ja, ist kein Problem, lass sie doch. Ach, Wallah, Bruder, wir waren in Mekka. Alhamdulillah, Allah segnet uns, dass wir öfters in Mekka und Medina sind. Und die sehen da Sachen, mein Bruder. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Glaub mir, mein Bruder, das ist nicht dieser Din, den Allah herabgesandt hat. Die Leute machen, die haben aus der Kaaba, mein Bruder, ich schwöre bei Allah, die haben aus der Kaaba Bodrum gemacht. Die posten und machen und lächeln und die regen sich jetzt auf, weil sie vor der Kaaba stehen mit ihren Kleidern, dass sie jetzt Hujjaj da durchgehen. Und die regen sich auf, so nach dem Motto, du stellst mich jetzt gerade im Video. Was denkst du denn, wo du gerade bist? Und das ist alles nur passiert und das ist alles nur gekommen, weil wir es zugelassen haben. Wir haben es zugelassen, mein Bruder. Wir haben uns lieber über den Sohn von Cristiano Ronaldo gekümmert. Wir haben uns lieber über Argentinien, Saudi-Arabien gekümmert. Habt ihr gestern gesehen, das Land in Marokko, wo die gewonnen haben? Nee, nun, damit wir es erwähnen, mir ist das egal, was für ein Land gewinnt. Hauptsache ein islamisches Land gewinnt. Alhamdulillah, wallah. Wenn ich sehe, was unsere Muslime dort machen, wie die Sujud machen und wie die bestimmte Flaggen heben, wallah, ich fühle nur Ehre. Mir ist egal, Bruder, von mir kann Somalia, Sudan, ist egal, Hauptsache ein islamisches Land. Alhamdulillah. Aber habt ihr gesehen, was passiert ist, mein Bruder? Wie die Muslime gerannt sind auf den Straßen. Wallah, nur eine Nacht würden wir so zur Salat und Isha laufen. Nur eine Nacht. Wallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah würde ganz weit oben sein. Kurzes Freibuch. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah würde ganz weit oben sein. Aber machen wir nicht. Wollen wir nicht. Ist uns zu anstrengend. Kein Bock. Letztens hat mich noch eine Schwester, möge Allah ihr vergeben und möge Allah auch mir vergeben. Bruder, ja, weißt du, kannst du bitte aufhören, über Bedeckung zu reden, weil mein Verlobter will, dass ich mich bedecke. Ich muss noch heiraten, die Hochzeit, ich muss, wenn ich schön aussehe, danach kann ich mich bedecken. Was hast du aus diesem Ding gemacht? Wunschkonzert. Ich wünsche mir. Ja, Rab, ich wünsche mir einen Ferrari. Ich wünsche mir eine... Nein. Wir wünschen uns viel. Aber dieser Din ist nicht wünschen. Dieser Din ist nicht wünschen. Dieser Din ist, hast du gemacht, bekommst du, hast du nicht gemacht, bekommst du nicht. Aber Allah wird dir vergeben. Wer hat dich angelogen, Bruder, dass Allah dir vergeben wird? Schwester, wer hat dich angelogen, dass Allah dir vergeben wird? Wer hat dir das gesagt, dass Allah dir vergeben wird? Ja, Allah sagt es im Koran. Ja, aber hast du weiter den Koran gelesen? Ja, nee. Inna ma'al usri yusra 96,6, das zählt nicht, Bruder. Und an diesem Tag straft keiner, wie er straft. Und er fesselt, wie kein anderer fesselt. Was denkst du, mein Bruder? Wir haben Geschwister, Bruder, wir haben das gesehen. Menschen in Anbetung, die standen stundenlang so in Dua und waren am Weinen.
Ein alter Hadji wurde gefragt, warum weinst du, ja Hadji? Er sagt, ich habe mein Haus verkauft.